Servus zusammen, also kurzes Video. Ja, muss einem Bekannten kurz helfen beim Auto sauber machen, das seht ihr dann im Video. Ja, da habe ich auch die 1000 dabei gehabt. Ja, 1000, warte mal, 1000, das ist die hier. Ja, funktioniert saugut. Nee, warte mal, schaut zwar so ähnlich aus, ne? Aber nee, das ist sie nicht. Warte mal, dann ist es glaube ich die hier. Oh, nee, die schaut auch so ähnlich aus. Ah, warte mal, ich hab's jetzt. A1000, genau, das ist die hier. Ja, ist wegen lauter wie die andere von Rubis, glaube ich. Ja, aber kann man gebrauchen an Stellen, wo man nicht hinkommt. Ja, so viel dazu. Aber die haben zurzeit ein wenig Streit und ja, da halte ich mich aber raus. Aber kleines Gerät und hat mir echt viel geholfen. Sieht man auch kurz im Video. Ja, was sieht man noch im Video? Genau, ja, wie ich einen Aufkleber wegmache. Von der Firma Normfest, der Tobas, richtig geiles Zeug für innen und außen, Scheibenreiniger, Fensterreiniger, wie der wollt, ne? Und ja, geiles Zeug, müsst ihr halt im Video bis Stelle 4, 5 gucken, also 4., 5. Minute, oder ist es die 6. Minute, keine Ahnung, müsst ihr halt mal abwarten und das Video bis zum Schluss gucken. Ja, aufbereitet, außen haben wir das Teil, klar mit der Maschine, mit welcher ist jetzt halt wurscht. Aber ich habe von Kochchemie die M3 genommen. Ja, lässt sich gut verarbeiten. Und ja, also wird auch nicht trocken mit einem richtigen Schwamm. Also kann man echt lange polieren. Lässt sich auch saugut wieder abtragen. Und um was geht es noch? Genau, Detailer, über den will ich auch mal ein Video machen. Das ist von der Firma Normfest. Das Pearl ist, ja, sau gut für den kompletten Außenbereich, ob Kunststoff, ob Lack, Fenster, alles mögliche, wie gesagt, ne? Also wie es halt andere Detailer auch machen, aber der ist richtig gut, den benutze ich schon ein paar Jahre, genauso wie das hier, geiles Produkt. Und ja, genau, das andere Video, Bad Brückenau Teil 2, wird sich noch ein bisschen hinziehen, weil so einfach ist das alles nicht, ne? Schnell filmen, selbst zusammenschneiden, also schnell zusammenschneiden, ne? Das könnt ihr vergessen, das dauert einfach ein wenig, müsst ihr noch ein wenig Geduld haben. Und mit was filme ich? Mit der M50, mit der Canon M50, da habe ich mir heute ein neues Objektiv gekauft, und zwar das 11-22mm, hat eine 4er Blende bei 11mm und 5,6 bei 22 oder andersrum, keine Ahnung, ist auch egal, auf jeden Fall, ja, macht Spaß und ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Klar, nebendran habe ich ein wenig Licht stehen. Eine Softbox. Ja, genau. Und das im Hintergrund ist meine Küche. Ja, das ist mein, ja, da schaut es aus, auf dem Tisch, mein Arbeitsbereich. Ja, weil draußen ist es vielleicht zu laut, dann kommt da mal Auto oder der Wind. Also von daher, egal. Jetzt starten wir mal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat oder was ich so von mir loslasse, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt einen Daumen hoch geben, müsst ihr auch nicht, ihr könnt, ihr dürft, und genau, bei Fragen, Kommentare unten einfach nein schreiben, in die Zeile abschicken, ja, ihr kennt's ja. Also, jetzt denke ich mal, jetzt starten wir mal und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis denn, der Pinky, ciao! Wenn ich an Stellen nicht rankomme, weil ich da die neue A1000 benutze. Ja, leider ist da Verkaufsstopp. Ja, da scheiden sich die Geister drüber, warum, wieso, weshalb, aber es wird alles seine Gründe haben. Da werde ich mich nicht einmischen. Ich habe Glück gehabt, ich habe eine bekommen. Seht ihr mich wahrscheinlich jetzt mal schön?
Und ja, das ist die ScanGrid. Die ist echt nicht schlecht, die hilft mir im Innenraum, ja, dass ich schön was sehe. Mal die ScanGrid anmachen, ja genau. Also da haben wir jetzt halt, wie gesagt, alle schön rausgesaugt und abgewischt. Innen drin soll man sie, oder soll ich sie nur grob machen. Beziehungsweise, ja genau, außen ist das Hauptaugenmerk und da machen wir uns gleich drüber. Also, da haben wir jetzt das Heck, da ist ein Aufkleber, den möchte er nicht mehr drauf haben. Und den habe ich jetzt ein wenig mit dem Föhn oder löse ich mit dem Föhn an. Und dann habe ich, muss ich mal drauf schwenken, sorry. So, das ist der Tobas. Das ist ein sauguter Innen- und Außenfensterreiniger, kann man aber auch für die Stoßstange verwenden, weil der löst saugut Harz und Mücken weg und weil er Bestandteile hat, wo halt die Moleküle, die Eiweißmoleküle von den Fliegen auflösen kann, auch das Harzzeug. Und auch bei Aufkleber funktioniert es saugut, aber er ist jetzt nicht irgendwie angreifend für den Lack oder für Kunststoff, Glas oder Chrom, also der ist echt verträglich. Ja, jetzt erwähne ich es mal von der Firma Normfest. Kleine Werbung und ja, den, wie gesagt, jetzt tun wir erst einmal mit dem Föhn den Aufkleber wegmachen und dann tun wir das einwirken oder beziehungsweise aufsprühen und einwirken lassen und dann schauen wir mal, ob das leicht weggeht. Also ich habe die Erfahrung, dass das saugut weggeht und ja genau, das testen wir jetzt einfach mal. Gut Deutsch, wir ziehen jetzt das Mädel da aus und machen sie von dunkel auf durchsichtig. So, das haben wir geschafft. Ah, ist ganz scheiß geworden, hey. Das Ganze lassen wir jetzt mal kurz abtrocknen. Oder was heißt abtrocknen? Ein bisschen warm ist es geworden. Hört ihr das? Also das sind auf jeden Fall definitiv Rückstände vom Kleber da. Und bevor wir da jetzt mit Mechanik rangehen, tun wir natürlich erstmal versuchen, dass wir das jetzt halt mit dem Glasreiniger, mit dem Tobas von Normfest wegkriegen. Und sollte eigentlich funktionieren. Jetzt hole ich mal einen Lappen. Kann sein, dass wir das jetzt halt ein- bis zweimal auftragen müssen. Schauen wir mal. Jetzt halte ich euch mal kurz zu, weil das ist so eine Art Schaum. So, das lassen wir jetzt ein wenig einwirken. Wie gesagt, 2 Minuten ungefähr. Aber ich glaube, der arbeitet schon ganz gut. So, da wird nichts geschnitten. Wie gesagt, das lassen wir uns ein wenig einwirken. Und 1-2 Minuten und dann testen wir mal, ob das schön weggeht. Vielleicht müssen wir noch ein zweites Mal auftragen und ja. Aber wenn er dann weg ist, dann ist es ja in Ordnung, ne? Würde ich behaupten und sagen. So, jetzt tue ich da schon mal außenrum weg. Oh, mega. Ey, ihr seht es schon, ne? Der ist ja richtig gut, hä? Hey. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so lange warten.
gehe jetzt einfach mal her. Ihr seid live dabei. Was heißt live dabei? Ja. Also, ihr seht es. Mit bisschen Mechanik, ein bisschen Druck geht es schön weg. Ah, so. Mach gleich weiter. Muss bloß ein wenig die Klebereste wegmachen. So. Nicht zu viel versprochen. Also den Tobas benutze ich schon ein paar Jahre für innen und außen für Fenster. Und wenn ich ein wenig so Kleber habe. Und ihr seht selbst, ne? Funktioniert genial, funktioniert super, mega gut. Und ja, wie gesagt, man muss das einfach nur ein wenig einwirken lassen. Das war jetzt nicht einmal, ich sag mal, vielleicht 90 Sekunden an Minute. Und ja, aber Ergebnis, saugut, würde ich sagen. Ne? So, und jetzt machen wir weiter. Bis dann. We'll be right back.